auf. Hallo, hallo. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Boa noite, senhores e senhoras. Ich spreche Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch. Ele fala alemão, italiano, francês e inglês. Und in der Schule habe ich 6 Jahre Lateinisch und Griechisch gelernt. E na escola ele aprendeu latim e grego. Aber ich hatte nie das Glück, ihre wunderbare Sprache Portugiesisch zu lernen. Mas ele nunca teve a felicidade de poder aprender a nossa língua. Und deshalb spreche ich Deutsch. E por isso que ele fala alemão. Sie Mas ele jetzt, entende. Sie werden jetzt 2 Stunden lang unmögliche Dinge über Ägypten hören, fantastische Dinge. Vocês durante 2 horas vão escutar coisas fantásticas e inexplicáveis sobre o Egito. Und dazu die richtigen Bilder. E com isso as fotografias. Das hier ist der Tempel von Abydos am Nil in Ägypten. Esse é o templo de Abydos no Nilo no Egito. Der Tempel wurde gebaut von Sethos dem I. etwa 1300 vor Christus. Esse foi construído por Sethos o primeiro. Etwa 1300 vor Christus. 1300 anos antes de Cristo. In diesem Tempel drin finden wir herrliche Darstellungen, heute noch farbig. Dentro desse templo a gente acha pinturas fantásticas e ainda bem coloridas hoje em dia. Hier übergibt die Göttin Isis dem Pharao Sethos ein Geschenk. Aqui a Isis dá de presente para o faraó presente. Es muss ein wichtiges Geschenk gewesen sein, sonst hätte es die Göttin nicht vom Himmel gebracht. E deve ser presente importante, senão a deusa não trazeria ele dos céus. Man nennt dieses Geschenk einen Jetpfeiler. E esse presente se chama Jetpfeiler. Und Sie sehen, der Jet ist sogar größer als der Mensch. E o Jet, vocês podem ver, é maior que a pessoa. Aber kein Mensch, kein Ägyptologe weiß, was ein Jet überhaupt ist. Mas nenhuma pessoa e nem egiptólogo sabem o que é Jet. Es gibt nur dumme Spekulationen und nichts Sicheres. Só tem algumas especulações tolas, mas nada é certo. Jetzt gehen wir durch den Tempel von Sethos durch. Agora nós vamos atravessar o templo de Sethos. Und an der Rückseite des Tempels ist ein Loch im Boden. E no fundo tem buraco no solo. Und da sind fantastische Ruinen, wie Sie sehen. E lá tem fantásticas ruínas. Monolithen. Monolithen. Und man nennt diese ganze Anlage das Osirion. E tudo isso se chama Osirion. Weil die Legende sagt, hier sei ein Körperteil des Gottes Osiris begraben. Porque lá ele, a lenda fala que foi enterrado o corpo de Osiris, a cabeça. Wieso ist hier Wasser? E por que tem água aí? Der Nil ist nur 50 Meter entfernt und wir sind hier vom Niveau tiefer als der Nil. So drückt immer das Wasser rein. O Nilo estava apenas 50 metros afastados e esse aí é mais alto do que o Nilo. Jetzt muss ich Ihnen etwas über die Evolution der Technologie erzählen. Agora eu tenho que falar alguma coisa da evolução da tecnologia. Unsere Menschen waren mal Steinzeitleute und sie haben Pfeil und Speer und Bogen erfunden. Nossos antepassados foram pessoas da idade da pedra, eles inventaram os arcos e as flechas. Später haben sie gemerkt, wie man Steine bearbeiten kann, kleine Steine natürlich. Aí, mais tarde eles perceberam como é que eles podiam manipular pedras, mas pedras pequenas. Wieder später haben sie es geschafft, harte Steine wie Granit oder Diorit zu bearbeiten. E mais tarde eles conseguiram mexer com e usar granito e diorito. Man hat gelernt, mit dem Stein umzugehen. Man hat gelernt, auch schwere Blöcke zu transportieren. Eles aprenderam a manipular essas pedras e também usá-las. Das nennt man Evolution der Technologie. Die Evolution beginnt immer im Kleinen und wird dann immer raffinierter, immer fortschrittlicher. Isso se fala evolução da tecnologia e sempre começa bem fraca, bem pequena para se tornar maior. Hier im sogenannten Osirion ist die Evolution der Technologie auf den Kopf gestellt. E aqui a evolução ficou de cabeça para baixo. Sie sehen, das hier ist bereits geschliffener, polierter Granit. Isso aí vocês podem ver que já é cortado e polido granito. Er stammt aus Assuan, etwa 400 Kilometer von hier. Ele vem de Assuan a mais 400 quilômetros.
Man musste die Vorrichtung haben, das Ganze zu transportieren. Das sind Blöcke von bis zu 50 Tonnen. E vocês têm que ter em mente o transporte são blocos de 50 toneladas. Man musste die Kranvorrichtung haben, das präzise einzusetzen. Eles tinham que ter os guindastes para poder colocar esses colunas. Man musste das Ingenieurwissen haben, bestimmte Dinge auszusparen, damit sie exakt auf ein Gegenstück passen. E tinha que ter conhecimentos de engenharia para tirar algumas coisas para poder encaixes perfeitos. Nun ist diese Anlage viel älter als der Tempel des Osiris. E esse monumento aí é bem mais velho do que o templo de Osiris. Sie sehen, der Tempel von Osiris ist ja da drauf gebaut worden. Das stand schon vorher. O templo de Osiris foi erigido em cima disso aí, isso já estava antes. Die Evolution der Technologie stimmt nicht. A evolução da tecnologia não está correspondendo. Die ältesten Blöcke sind die perfektesten von der Technik her. Hinterher kam nur noch Ramsch. Os mais velhos blocos são as maiores perfeições da tecnologia. Os outros são tudo coisas mais simples. Und das ist das Rätsel von Abydos. E esse é o segredo de Abydos, o mistério. Jeder hier im Saal kennt ja, der Sphinx, die Sphinx, das Sphinx. Todos vocês conhecem a Esfinge, em alemão fala o Esfinge e este Esfinge. Sie alle kennen die Bilder vom großen Sphinx vor der Pyramide. Vocês todos conhecem a Esfinge grande perto da pirâmide. Dieser Sphinx war nicht immer sichtbar, der war manchmal vom Sand völlig verschüttet. Essa Esfinge nunca foi, nem sempre foi visível, ela estava toda encoberta com areia. Herodot, der Historiker, stand vor der Pyramide und hat die Sphinx nie gesehen. Herodoto estava na frente dessa pirâmide e nunca viu a Esfinge. Nun gibt es nicht nur eine Sphinx, es gibt viele Sphinxen, das ist die Mehrzahl. Ja. Ele disse que não existe só uma Esfinge, tem milhares de Esfinges. Es gibt nicht nur den Löwenkörper mit dem Kopf des Pharaos, es gibt ganz andere Kombinationen. E não existe simplesmente essa esfinge com o corpo de leão com a cabeça do faraó. Tem muitas outras versões. Den ganzen Nil hinauf, wo überall Tempel stehen, gibt es überall auch andere Sphinxen. Em todo o Nilo, onde tem templos, tem outras esfinges. Wir sind hier jetzt zum Beispiel in Luxor. Aqui nós estamos em Luxor. In Luxor, da gibt es zwei Tempel. Der Karnak-Tempel und der Luxor-Tempel. In Luxor tem dois templos, de Luxor e de Karnak. Zwischen den beiden Tempeln ist eine Distanz von 3,8 Kilometern. Entre os dois templos tem a distância de 3,8 Kilometern. Die ganzen 3,8 Kilometer waren flankiert rechts und links von Sphinxen. Os dois lados dessa alameda estão cheios de esfinges. Hunderte von Sphinxen. Also hunderte. Ja, mais de 100 todas. Heute sind nur noch Ruinen da. Hoje só tem ruínas. Und wenn Sie die verschiedenen Sphinxen sehen, das ist nicht mehr dieselbe Sphinx wie vor der großen Pyramide. Hier sind ganz andere Kombinationen von Tieren. E essas esfinges não são iguais que nem a grande esfinge, são combinações totalmente diferentes. Die Typen haben sogar ganz schöne Gesichter. E até alguns têm alguma rosto, uma cara bem bonita. Jetzt sind wir in Saqqara vor der Stufenpyramide. Agora nós estamos em Saqqara na pirâmide de escada. Wenn man der Lehrmeinung glaubt, der Archäologie, soll das die älteste Pyramide sein. Se a gente quer acreditar, a arqueologia dizem que é a mais antiga. Ich glaube es zwar nicht, aber darauf komme ich noch zurück. Ele não acredita nisso, mas ele ainda vai voltar ao assunto. Tagtäglich stehen tausende von Touristen hier. Todos os dias, diariamente, tem milhares de turistas aí. Sie schauen hinaus in die Wüste. Eles olham para o deserto. Und sie wissen nicht, dass unter dem Wüstenboden eine riesige Anlage liegt. E eles não sabem, não têm conhecimento que embaixo disso aí tem uma grande conglomeração de outras coisas, construções. Da unten liegen Kilometer und Kilometer von Tunnels und Gängen. Lá embaixo tem muitos corredores e túneis. Und auch Gänge, Korridore etc. Ja, und Gänge, Passagens e outros corredores. Und oft sind die Anlagen doppelstöckig, also zwei Korridore übereinander. E às vezes tem die dois andares. Wir gehen jetzt in so einen Gang hinein und Sie sehen, der ist so breit, man könnte mit dem Traktor hineinfahren. E ele tá bem, é bem largo que a gente podia entrar com o trator. Und rechts und links sind Nischen. E do lado esquerdo tem nichos.
Und in den Nischen die größten Sarkophage, welche die Welt je gesehen hat. E dentro desses nichos os maiores sarcófagos que o mundo já viu. Der untere Teil des Sarkophags wiegt 60 bis 80 Tonnen. A parte de baixo do sarcófago pesa de 60 a 70 toneladas. Alleine der Deckel 20 bis 40 Tonnen. Somente a tampa de 20 a 40 toneladas. Jetzt sagst du, Bild kommt, wo schöne Kante hat, bleibst du da. Jetzt da zum Beispiel. So. Die Entdeckung dieser unterirdischen Anlage ist ein reiner Zufall. E o descobrimento dessas coisas subterrâneas foi simples coincidência. Die Archäologie wusste aus den Büchern von Herodot, von Diodor, von Platon etc., dass die alten Ägypter einen heiligen Stier verehrt haben. Isso foi pura coincidência, eles sabiam de Heródoto, wie hieß der andere? Platon, Platon e os outros, eles sabiam que existia isso. Der por causa da coisa do touro sagrado. Der heilige Stier war der Apis-Stier. O touro sagrado era o Apis. Apis war nicht ein normaler Stier, der auf normale Art und Weise gezeugt worden und geboren worden ist. War nicht normal. O Apis não era um touro normal que nasceu normalmente. Apis, so sagen die alten heiligen Schriften, sei direkt vom Gott Ptah gemacht worden durch einen Strahl vom Himmel. Dizem os antigos que o Apis foi feito pelo Deus Ptah diretamente com um raio celeste. Nun hatte man in Ägypten alle möglichen Formen von Mumien gefunden, auch gewöhnliche Stiermumien, aber nie die Mumie eines Apis. Então se achou muitas múmias até de touros e tudo, mas nunca de um touro Apis. Vor 150 Jahren war ein junger Franzose, der hieß Auguste Mariette, hier draußen vor der Pyramide von Saqqara. Wie viel er? Vor der Pyramide von Saqqara stand der junge Auguste Mariette. Ja. Antes da pirâmide estava o Augusto Maria. So, man hatte nie einen Apis-Mumie gefunden. Nunca se achou uma múmia de Apis, do touro Apis. Der junge Auguste Marie, der Franzose, stolperte hier in der Wüste über einen Stein. O jovem Maria, ele tropeçou em cima de uma pedra. Und als sich aufrappelte, fand eine Inschrift darauf und da stand heiliger Apis, großer Apis. E quando ele se levantou, ele viu que tinha uma inscrição escrita assim: Grande Apis, sagrado Apis. Auguste Mariette hatte damals gerade gelernt, die Hieroglyphen zu übersetzen. Ele recentemente tinha decorado, aprendido a fazer os hieróglifos. Wegen diesem Stein mit der Inschrift dachte er, vielleicht sind hier irgendwo Apis-Mumien. Wir haben ja nie Apis-Stiere gefunden. E com essa inscrição ele disse assim: Quem sabe aqui eu vou agora achar uma múmia de Apis, porque nunca eles tinham achado. Auguste Mariette ging nicht so sorgfältig vor, wie heute Archäologen arbeiten. Ele não ia tão cuidadosamente como os arqueólogos usam fazer hoje. Auguste Mariette hat ganz einfach nur Dynamitstäbe in den Boden gelegt und dann Kerzen angezündet und hat's geknallt. Esse Auguste Mariette simplesmente botou dinamite e começou a explodir. Und als ein Loch entstand, rutschte er auf dem Hosenboden hinunter. E quando apareceu buraco, uma abertura, ele assim de bumbum ele desceu. Als man ihm Fackeln reichte, stand vor diesem Sarkophag. E quando ele chegou, ele estava na frente desse sarcófago. Und sagte sich, das ist eine derartige, gewaltige Arbeit, ich habe endlich die Mumien von Apis-Stieren gefunden. Ele achou que era um grande trabalho, ele disse, finalmente eu achei a múmia de Apis. Man holte Stemmeisen und hat die schweren Deckel weggewuchtet. E com alavancas conseguiram tirar essa tampa. Achten Sie auf die Präzision der Arbeit, auf den Schliff, unglaublich sauber. Reparem como os cortes são perfeitos em todos os lugares. Auguste Mariette schob seinen Kopf in den Sarkophag und ist beinahe erstickt. Ele, Auguste Mariette botou a cabeça dentro e quase sufocou. Im Sarkophag drin stank es fürchterlich. Es war alles voll mit Bitumen. Bitumen ist Ele botou e porque dentro tinha cheiro horroroso, ele não conseguia, quase se sufocou, porque estava cheio de asfalto.
Man hat den Bitumen mit Spaten rausgestochen und an die Oberfläche gekarrt, so mit Schubkarren. Ja. E aí eles pegaram tudo que tinha lá dentro com espadas e tudo tiraram para fora. Im Bitumen drin lagen die zerhackten Knochen von verschiedenen Tieren. E dentro desse Bitume estava cheio de ossos todos quebrados de alguns animais. Aber keine einzige Apis-Mumie. Mas nenhuma múmia de Apis. Hier stimmt doch etwas nicht. Aqui alguma coisa não está certa. Das Material von diesen Sarkophagen stammt aus Aswan. Aswan liegt 1000 Kilometer von hier entfernt. Essas pedras vêm lá de Aswan e tem 1000 Kilometer de distância. Aswan 1000 Kilometer von hier entfernt. Ja. Jetzt muss man sich vorstellen, irgendwelche Arbeitstrupps haben hier in Saqqara unterirdische Tunnels gebuddelt. Algum grupo vocês têm que imaginar que eles fizeram tunéis embaixo disso. Dann hat man rechts und links Nischen gemacht. Do lado esquerdo, do lado direito tem nichos. In 1000 Kilometer Entfernung hat man Granit aus dem Fels geschlagen. E mais de 1000 quilômetros de distância eles tiraram granito das rochas. Dann hat man die Granitblöcke, die 1000 Kilometer den Nil hinunter transportiert bis hier. Aí eles transportaram desses quilômetros todos até nessa região. Damals gab es im Nil noch drei sogenannte Katarak, das sind Stromschnellen. Stromschnell, ja. Naquela época tinha três tipo cataratas em várias posições do Nilo. So, die mussten ihre Schwergewichte dreimal von den Flößen runternehmen, an Land und wieder zurück auf die Flüsse. Eles então tiveram que três vezes tirar das barcaças, transportar por terra e voltar para as barcaças, três vezes. Und unten in Saqqara angekommen, wurden die Granitblöcke poliert in der Präzision, die Sie vorhin gesehen haben. E chegando em Saqqara, eles foram polidos nessa precisão que vocês observaram. Und dann hat man sie in die Nischen hineintransportiert. Man konnte sie nicht von der Decke herunterlassen. Die Decke ist geschlossener Fels. E em cima eles não podiam botar porque era fechado, uma rocha fechada. Eles tinham que transportar lateralmente. Und wozu das alles? E para que isso tudo? Um zerhackte Knochen reinzuschmeißen. Simplesmente para guardar ossos quebrados. Diese gewaltige Arbeitsleistung nur um zerhackte Knochen und Asphalt da reinzuschmeißen. Somente esse trabalho todo para jogar ossos quebrados e cortados dentro do asfalto? Die alten Ägypter haben jede Lebensform mumifiziert. Os velhos egípcios mumificaram qualquer tipo de vida. Zum Beispiel Hunde. Cachorros. Oder Krokodile. Krokodilos. Oder Vögel. Pássaros. Sogar kleine Lebensformen wie Skorpione wurden mumifiziert. Até escorpiões eles mumificaram. Alleine unter Saqqara fand man die Mumien von 200.000 Krokodilen. Somente embaixo de Saqqara 200.000 múmias de crocodilo. Oder die Mumien von 4 Millionen Vögeln. E múmias de 4 milhões de passarinhos. Sie müssen sich vorstellen, 4 Millionen Löcher in die Wände machen. Vocês têm que imaginar 4 milhões de buracos dentro da parede. In diese Löcher hineinkommen sogenannte Kanopen. E dentro desses buracos eles colocavam canopas. In jeder Kanope drin ist die Mumie eines Vogels. Em cada canopa tem uma múmia de passarinho. Man hat also den Vogel zuerst ausgeweidet, die Gedärme in spezielle Öle gelegt, den Vogel mit Primeiro vocês têm que pensar que eles tinham que tirar todos os interiores dos animais, depois ainda envolver em bandagens. Und das alles 4 Millionen Mal. E isso tudo 4 milhões de vezes. Waren die alten Ägypter eigentlich verrückt? Os velhos egípcios eram doidos? Es sind nicht nur Pharaonen mumifiziert worden. Jeder Mensch wollte mumifiziert werden. E não era somente os faraós que eram mumificados, todas as pessoas eram. Warum haben die alten Ägypter das gemacht? Por que que os velhos egípcios fizeram isso? Sie glaubten an die Wiedergeburt. Eles acreditavam na reencarnação. Wir haben in unserem Sprachraum ein Wort wie zum Beispiel Körper oder Geist oder Seele oder Bewusstsein. Nós temos no nosso linguajar a palavra corpo, alma, espírito ou consciência. Die alten Ägypter kannten das auch. E os velhos egípcios, os antigos, também conheciam isso. Sie sagten, das Bewusstsein geht in einen neuen Körper hinein. Eles disseram que a consciência entra num novo corpo. Aber nur dann, wenn der alte Körper erhalten bleibt. Mas somente se o corpo antigo fosse conservado.
Deshalb wäre es ein Verbrechen gewesen, im alten Ägypten einen Körper zu zerstören. Por isso era seria um crime no velho antigo Egito destruir um corpo. Und was fanden wir hier in den Sarkophagen? Zerhackte Knochen. E que nós achamos nesse sarcófago? Ossos cortados. Das ist doch alles ein Unsinn. Isso tudo é uma burrice. Sie machen diese riesige Arbeitsleistung mit den Sarkophagen, nur um zerhackte Knochen reinzuschmeißen? Todo esse trabalho pesado só para botar ossos cortados? Und was hat das alles mit dem heiligen Apis-Stier zu tun? E que isso tem tudo a ver com o sagrado Apis? Die alten Historiker, zum Beispiel Diodor von Sizilien, aber auch Strabon. Strabon, der alte Diodor von der Sizilien. Die haben alle überliefert, die Götter hätten sogenannte Mischwesen, also Sphinxen, gemacht. Mhm. Eles foram orientados que os antigos deuses, eles faziam esses seres mistos. Sie sagen, die Bildhauer haben diese Sphinxen in Stein dargestellt. Wir kennen. Os artistas ja. Naquela época botavam isso em esculturas de pedras que todos nós conhecemos. Aber ursprünglich hätten solche Mischwesen tatsächlich gelebt. Mas originalmente esses seres tinham vida realmente. Tatsächlich findet man überall in Ägypten, aber auch in Sumer, in Babylonien Darstellungen von Mischwesen. In todos os lugares, no Egito, na Babilônia, na Síria se acha esses gravações em pedras desses seres mistos. Hier sehen Sie Wesen mit Flügeln. Aí vocês veem os seres com asas. In der Archäologie sagt man, diese Mischwesen arbeiten am Lebensbaum. Na Archäologie se fala que eles trabalham na árvore da vida. Das soll der Lebensbaum sein. Isso é para ser a árvore da vida. Haben Sie, verehrte Gäste, jemals eine DNS-Spirale gesehen? Vocês, DNA, por acaso, viram já uma espiral de DNA? Die bestimmt immer aus vier Grundbausteinen. Sempre ela corresponde a quatro princípios. Genau wie hier. Que nem aí. In Wirklichkeit arbeiten die Götter am genetischen Code. Mas, na verdade, os deuses trabalham no código genético. Mischwesen kann es aus der normalen Evolution gar nicht geben. Esses seres misto na evolução normal não podem existir. Wenn zum Beispiel ein Mensch so pervers wäre und er hätte Sex mit einer Affin, also mit einem weiblichen Affen, es würde nie ein Kind daraus werden. Okay. Se fosse uma pessoa, um ser humano perverso e tivesse relações sexuais com uma macaca, jamais poderia nascer uma criança. Weil die Chromosomenzahlen der unterschiedlichen Lebensformen nicht aufeinander passen. Porque os cromossomos desses diferentes tipos de vida não coincidem. Also kann es auch nie Mischwesen gegeben haben. Ein Löwe beispielsweise könnte kein Sex machen mit einem Krokodil. Logicamente crocodilo não podia fazer sexo com leão. Wenn es tatsächlich Mischwesen gegeben hat, wie die alten Historiker sagen, dann muss es auf genetische Weise passiert sein. Se realmente existiu esses seres mistos, tinha que pela alteração genética. Was finden wir denn hier? Okay. Der Mensch hat normale Größe, der Elefant auch. Vocês veem aí, o elefante tem a altura normal e o ser humano também. Aber da werden Mischwesen abgeführt. Mas tem seres mistos aí. Sie sehen, die Lebensform hat gelebt, wegen er muss ja an der straffen Leine sie halten. Eles tinham que, vocês podem ver que ele estava vivo, porque eles usavam ele na coleira. Hier werden Mischwesen abgeführt an der Kette. E outro lá que eles estavam conduzindo numa corrente. Der da lutscht am Daumen. E esse ser aí estava chupando o dedo. Der da zeigt uns alle die lange Nase. Isso é uma expressão em alemão que faz assim. Der sumerische Begleittext sagt, Mischwesen werden in Gefangenschaft geführt. Der Preis? Der sumerische. O texto que está acompanhando ele em sumério diz que eles foram transportados. Also, haben außerirdische Mischwesen gemacht. Então, os extraterrestres fizeram seres mistos. Und wozu? E para quê? Und was hat das alles mit Apis und den Sarkophagen zu tun? O que tem tudo isso a ver com Apis e o sarcófago? Stellen Sie sich folgendes Szenario vor. Vocês imaginam esse seguinte cenário. Eine außerirdische Rasse ist in einem Raumschiff Jahrhunderte unterwegs. Vocês imaginam que uma raça extraterrestre muitos anos, mais 100 anos em viagem.
die kennen natürlich ganz andere Planeten als die Erde. Eles conhecem outros planetas assim não a Terra. Es gibt Planeten, die sind größer, also die Anziehungskraft ist stärker, man braucht größere, stärkere Muskeln. Então eles conhecem a atração desses planetas e as são mais, de alguns são mais fortes, então eles precisam de músculos mais fortes. Es gibt Planeten, die sind kleiner, wie zum Beispiel der Mond, da können sie mit wenig Muskeln riesige Sprünge machen. E tem planeta que é menor que nem a Lua, que eles não tem tanta atração, que eles podem fazer com menos músculos grandes saltos. Es gibt Planeten, die sind näher an der Sonne oder weiter weg, es kann heißer oder kälter sein als hier. Tem planetas mais perto ou mais longe, depende, aí a temperatura também altera. Nun sind Außerirdische auf der Erde und beobachten ein Krokodil. Aí vêm os extraterrestres e ficam observando crocodilo. Und sie sehen, das Krokodil döst an der Sonne mit einem Schuppenpanzer. Es scheint Hitze unempfindlich zu sein. Aí eles veem que ele está deitado no sol, se dourando lá no sol, e vê que ele parece ser insensível ao calor. Oder sie beobachten, wie der Löwe mit seinen Pranken eine Gazelle schlägt. E eles observam também que o leão com aquela força com a pata dele ele consegue derrubar uma gazela. Und sie sagen sich, wie wär's, wenn wir die Hitze Unempfindlichkeit des Krokodils mischen mit den Muskeln des Löwen. Aí eles pensaram, como é que nós vamos fazer essa insensibilidade ao calor do crocodilo com a força dos músculos do leão? Und jetzt fangen sie an, auf genetische Art Mischwesen zu produzieren. Então, a maneira genética, na alteração genética, eles começam a produzir seres mistos. Eines dieser Mischwesen war der Apis. Desses bichos mistos foi o Apis. Der Apis war nur zum Teil ein Stier. Er hatte zum Teil auch einen Menschenkopf. Esse Apis só foi uma parte, touro. Ele tinha uma cabeça de gente. Das erinnert an die griechische Legende des Minotauros. Isso lembra a lenda grega do Minotauro. Oder Mischwesen erinnern an die griechischen Legenden des Kentauren, halb Pferd, halb Mensch. Ou também do grego que ele lembra ao centauro, que era meio cavalo e meio gente. So die Außerirdischen schaffen Mischwesen, weil sie ausprobieren wollen auf anderen Planeten, nicht auf der Erde. Então eles criaram esses seres porque eles queriam experimentar em outros planetas e não na Terra. Eines dieser Mischwesen war der Apis. E desses mistos era o Apis. Apis war ein Monstrum. Apis foi monstro. Ein Ungeheuer. Monstro violento. Die Menschen hatten Angst vor dem Monstrum. Os seres humanos tinham medo desse monstro. Die alten Überlieferer sagen, Apis habe ganze Tempel zum Einsturz gebracht. Dizem os antigos esses conhecimentos dizem que ele até derrubava templos. Er habe Greise und Kleinkinder zu Tod getrampelt, wenn sie nicht rechtzeitig wegrennen konnten. E quando as pessoas não conseguiam correr rapidamente, ele matava idosos e crianças. Aber Apis war ein heiliger Stier, gemacht von den Göttern. Mas Apis foi touro sagrado feito pelos deuses. Die Menschen durften dem Stier nichts tun, sie durften ihn nicht töten. E as pessoas não podiam fazer nada para eles, não podiam matar ele. Und eines Tages war die Arbeit der Außerirdischen vorbei und die rauschten wieder ab mit ihrem Mutterraumschiff. E dia o trabalho dos extraterrestres acabou, eles foram embora com as naves deles. Und auf der Erde blieben immer noch einige dieser Mischwesen, die da herumliefen. E na Terra continuaram parecendo, vivendo pessoas mistas. Übrigens müssen die Außerirdischen in ihrem Raumschiff keine Mischwesen mitnehmen, nur ein paar Gramm von DNS, das alles. Eles não levaram nenhum seres mistos, só levaram algum DNA desses seres. So die Menschen fürchten sich vor diesen Mischwesen und warten, bis die Monstren auf natürliche Art und Weise sterben. E os humanos ficam com medo desses seres e esperam esses bichos morrer naturalmente. Und dann hat man unter Sahara riesige Tunnels gebohrt. E aí fizeram grandes túneis embaixo de Sahara. Hat den härtesten Granit genommen, den man in Ägypten kennt, den Aswan-Granit. Eles pegaram o granito mais duro que se tem conhecimento no Egito, que é o granito de Aswan. Hat die riesigen Sarkophage gemacht. E fizeram esses gigantes sarcófagos. Hat die Leichen dieser Mischwesen zerhackt mit schweren Hämmern. E destruíram e picotaram todos esses corpos desses seres. Hat die zerhackten Knochen in die riesigen Sarkophage reingespült. E botaram todos esses ossos nos grandes sarcófagos. Und obendrein noch schmierigen, klebrigen Asphalt drauf. E em cima disso ainda botaram asfalto. Und das Ganze mit einem 40-Tonnen-Deckel zugemacht. E fecharam, lacraram com uma tampa de 40 toneladas. Warum denn?
Porque? Die Ägypter durften keine Lebensform zerstückeln wegen der Wiedergeburt, aber hier haben sie es gemacht. E os egípcios eram proibidos de destruir qualquer corpo, mas com esses seres eles faziam. Die Anlage hier war ein Gefängnis. Esse templo foi um tipo de uma prisão. Diese Ungeheuer sollten niemals. Vores de muitos anos, milhares de anos atrás, estava Heródoto. Herodot war auch hier in Ägypten. O Heródoto também estava no Egito. Und Herodot macht in seinen zwei Büchern über Ägypten klipp und klare Unterschiede zwischen dem, was er mit eigenen Augen sieht und erlebt, und dem, was man ihm erzählt. Então ele escreveu livros e ele faz uma diferença bem grande daquilo que ele viu pessoalmente e daquilo que eles contaram para ele. Und er schreibt, man habe ihm erzählt, ein Tyrann namens Khufu habe die Pyramide gebaut. E eles falaram para ele que tirano chamado de Khufu foi que ele Khufu que fez a pirâmide. Khufu ist das griechische Wort für Cheops. Khufu é a palavra grega para Cheops. So, jetzt hatten die Archäologen zum ersten Mal einen Namen von Herodot. Pelo menos eles tinham agora nome do Heródoto. Jetzt hat man die Pyramide Cheops Pyramide genannt. Então ela se chamou Pirâmide de Cheops. Ob schon alle anderen Historiker das Gegenteil sagen. Apesar que todos os outros historiadores falam o contrário. Es gibt aber auch arabische Historiker, die niemand im Westen kennt. Também tem historiadores da Arábia que ninguém aqui conhece. Zum Beispiel den Ibrahim al-Makrizi. Por exemplo, Ibrahim al-Makrizi. Oder aus dem 8. Jahrhundert den al-Mas'udi. Do oitavo, 800, né? 800 Do oitavo Al-Mas'udi. Mas'udi ist der bedeutendste Historiker von Arabien. Ele é o maior historiador da Arábia. Und Mas'udi und Makrizi schreiben, die große Pyramide sei vor der Flut gebaut worden. E eles afirmam que essa pirâmide foi construída antes do dilúvio. Und zwar von einem Herrscher, der hieß Saurit. De rei chamado Saurit. Aber Saurit sei derselbe, den die Hebräer Henoch nennen. Mas o Saurit é o mesmo que os hebreus chamam de Enoch. Jetzt landen wir wieder bei Henoch. Agora estamos em Enoch de novo. Henoch hat doch vor dem Abschied seinem Sohn Methusalem über 200 Bücher gegeben. E vocês lembram, Enoch deu para o filho Matusalém mais de 200 livros. Wo sind die 200 Bücher von Henoch? Onde que estão esses 200 livros de Enoch? Alles was wir haben ist ein Buch Henoch, das äthiopische. E nós só temos livro de Enoch que é da Etiópia. Wo sind die ganzen wissenschaftlichen Bücher, welche die Außerirdischen dem Henoch diktiert haben? Onde que estão todos esses livros científicos que os extraterrestres ditaram para Enoch? Und jetzt behaupten arabische Historiker, Saurit, der die Pyramide vor der Flut gebaut habe, sei derselbe, den die Hebräer Henoch nennen. Aí os árabes confirmam que Enoch é o mesmo que eles chamam de Saurit. Wenn die Pyramide vor der Flut gebaut worden sei, dann müsste man doch nachweisen können, da müsste doch irgendwo Spuren von Wasser sein. E se ele realmente essas pirâmides foram construídas antes do dilúvio, então tem que ter algumas vestígios do dilúvio. Wir sind hier wieder auf dem Pyramidenplateau. Das ist ein Bauwerk, das die Touristen nie zu sehen bekommen. Nós estamos no platô das pirâmides, onde os turistas não nunca chegam para ver. Und Sie sehen hier die Spuren von Wasser. E lá vocês estão vendo vestígios de água. Und das finden Sie auf dem ganzen Pyramidenplateau. E vocês acham em todos o platô das pirâmides. Als ob das tatsächlich vor der Flut schon da gewesen sei. Como se isso realmente existisse antes do dilúvio. Überall Spuren von Wasser. In todos os lugares vestígios de água. Und die alten Überlieferungen sagen, die Pyramide sei vor der Flut gebaut worden. E todos os antigos falam que isso foi realmente construído antes do dilúvio. Derselbe Herodot, den ich schon zwei, drei Mal erwähnte, war unter anderem auch in Luxor. Esse mesmo Heródoto que eu já citei antes também esteve em Luxor. Und dort haben ihm die Priester 241 Statuen gezeigt, eine Statue neben der anderen. E lá eles mostraram para ele 241 estátuas, uma perto da outra.
Und die Priester haben zu jeder Statue einen kurzen Kommentar gegeben. Also, wie hat der geheißen, was hat der gemacht? E cada estátua eles faziam um curto comentário sobre cada uma. Und dann haben die Priester dem Herodot gesagt, diese 241 Statuen entsprechen 11.340 Jahren. 11.340 Jahren. So, es sind 241 Statuen. São 241 estátuas e elas correspondem a 11.340 anos. Das haben die Priester dem Herodot gesagt. Os sacerdotes falaram isso para Heródoto. Diese Aussage ist etwa 2.400 Jahre alt. E esse comentário faz mais de 2.400 anos. Also muss man von heute an zurückgerechnet zu den 11.340 noch die 2.400 von heute zählen. Man kommt auf rund 14.000 Jahre. Você contando agora os 2.000 anos de agora, chega quase a 14.000 anos. Die Archäologie hat den Herodot nie ernst genommen mit den 11.340 Jahren. E a arqueologia nunca levou ele a sério com esses 14.000 anos. Derselbe Herodot erzählt auch, unter der großen Pyramide liege ein See. Esse mesmo Heródoto fala que embaixo da grande pirâmide tem um lago. Mit glasklarem Wasser. Com água límpida. Und im See drin liege ein Sarkophag, der sei vom Wasser bedeckt. E dentro desse lago tem sarcófago que está coberto de água. Auch diese Aussage hat man nie ernst genommen. Mesmo essa denúncia, nunca levou-se a sério. Doch den See gibt es. Só esse lago existe. Wir waren da unten, wir haben ihn fotografiert. Ele esteve lá embaixo e tirou fotografias. Sie steigen in ein Loch hinein, das heute vergrößert worden ist. Vocês descem por buraco que hoje já aumentaram. Und dann kommen sie in einen senkrechten Schacht hinunter. Então vocês descem por posto. Der Poço. Schacht, die Strecke hier ist schon 26 Meter. Es tem 26 metros. Sie gelangen, Sie sehen, der Schacht ist so breit, dass zwei Leitern nebeneinander Platz haben. Vocês podem ver que é tão largo o poço que tem duas escadas. Schön hinaus aus dem Fels herausgeschlagen. Perfeitamente escavado dentro da rocha. Sie gelangen in einen Zwischenraum. Vocês chegam numa ante-sala. Und da liegen sieben Nischen für Sarkophage. Tem sete nichos para sarcófagos. Aber nur in zwei Nischen sind tatsächlich Sarkophage drin. Mas só em dois nichos que tinha sarcófagos. Der da besteht aus schwarzem Basalt. Esse é feito de basalto negro. Basalt ist Vulkangestein. Es gibt keine Vulkane in der Nähe. O basalto é de vulcânica e não tem lá na região. Der nächste Sarkophag besteht aus Granit. Ele é puro granito próximo. Blitzsauber herausgeschnitten. Perfeitamente feito. Man hat mir gesagt, die Sarkophage seien leer gewesen. Eles falaram para o Deniken que eles sempre estiveram vazios. Ob's wahr ist, kann ich nicht beurteilen. Ele não sabe se é verdade. Unten am Boden lag wieder, wie in Saqqara, schmieriger, klebriger, schwarzer Bitumen. Porque embaixo, no fundo, tinha de novo betume, asfalto. Von dem Punkt geht's noch tiefer hinein. E nesse ponto vai mais para baixo. Sie haben vorher den Schacht gesehen, der so breit war, dass zwei Leitern nebeneinander Platz hatten. Vocês antes viram o poço que tinha duas escadas. Jetzt sind wir in einem tieferen Schacht, der hat nur noch eine Leiter. E esse aí já é mais estreito, só cabe somente uma escada. So dass nicht derselbe Schacht wie vorher. Não é o mesmo de antes. Und sie gelangen durch einen Querstollen unter die große Pyramide. E vocês conseguem passando por baixo de uma viga embaixo. Und da drunten ist ein See mit glasklarem Wasser. E lá embaixo se encontra lago com água límpida. Und im Wasser drin ein Sarkophag. E dentro da água sarcófago. Sie werden später bessere Bilder sehen. Sie sehen hier nur die Konturen. Vocês aí vocês só veem os contornos, mas vão ver melhor depois. So der Herodot hatte recht. O Heródoto tinha razão. Und unsere moderne Archäologie war falsch. E a nossa moderna arqueologia estava errada. Hier sehen Sie den Sarkophag. Aí vocês veem sarcófago. Was Sie hier sehen, ist nur der Deckel des Sarkophags. Isso é só a tampa do sarcófago. Den man hat den Deckel hochgehoben und diese Balken drunter gelegt. Eles levantaram e botaram esses coisa de madeira lá. Wenn das Bild nicht klar ist, dann deshalb, weil wir es durch 20 cm Wasser fotografieren mussten. Ele não está bem claro, nítido, porque tem 20 cm de água em cima. Man konnte keinen Blitz machen, weil der Blitz hätte reflektiert wie ein Spiegel.
Eles não podiam usar flash porque refletiria que nem espelho. Sie sehen hier den Sarkophag wieder. Aí é o sarcófago. Jetzt haben Sie vorher den Schacht gesehen, der so schmal war, wo nur noch eine Leiter Platz hatte. Aí vocês viram antes o poço que só tinha lugar para uma escada. Wir haben den Sarkophag vermessen, Länge, Breite, Höhe. Eles mediram o sarcófago. Er ist viel größer als das Volumen des zweiten Schachtes. Der Sarkophag kann gar nicht den Schacht transportieren. Então ele é muito maior em volume, ele nunca poderia ter se transportado por aquele poço que só tinha uma escada. So, es muss noch andere Zugänge geben. Então tem que ter outros acessos. Unter der Pyramide gibt's die verschiedensten Räume, die die Öffentlichkeit überhaupt nicht kennt. Embaixo da pirâmide tem várias salas e outros lugares que ninguém nós leigos não conhecemos. Wenn Sie die Pyramide heute von außen sehen, dann sieht die aus wie eine Treppe. Quando vocês veem a pirâmide de hoje, parece uma escada. Sie sehen nur, ich bin 1,68 m klein. Der Block da, das ist die Rampe zur Pyramide, ist zweimal so groß wie ich. Esse bloco aí é duas vezes a altura dele, ele só tem 1,68 m. Vor Jahrtausenden war die Pyramide aber nicht so mit Treppenstufen wie heute. Mas antigamente essas pirâmides não eram assim, parecendo escadas. Die Pyramide war komplett abgedeckt mit Blöcken. Ele estava completamente vedado com blocos. Im Jahre 827 nach Christus, also gar nicht lange her. No ano 827 depois de Cristo, que não faz muito tempo, kam der arabische Herrscher Al-Mamun und hat als erster die Pyramide aufgebrochen. Aí veio o Al-Mamun. Al-Mamun, e a primeira coisa que ele fez, ele arrombou a pirâmide. Alle Platten wurden später weggerissen, denn die waren alle schön zugeschnitten. Todas as placas eles tiraram porque eram bem cortadas. Aus den Platten entstanden Stadtmauern von Kairo. Eles fizeram os muros de Kairo. Al-Mamun hat den Eingang überhaupt nicht gefunden seiner Zeit. Na época ele não, esse Al-Mamun não encontrou a entrada da pirâmide. Al-Mamun hat dieses Loch hier herausgemeißelt. Esse Al-Mamun fez esse buraco aí na pirâmide. Es ist heute noch dasselbe Loch, durch welches die Touristen einsteigen. É o mesmo buraco ainda que os turistas vêem. Den eigentlichen Eingang da oben hat er gar nicht gefunden. Esse superior, a entrada superior, ele nem tinha achado. Wir gehen jetzt mal hinein und besuchen zuerst mal einen Raum unter der Pyramide. E agora nós vamos entrar e primeiro vamos visitar uma sala embaixo da pirâmide. Das ist der Stollen, den Al-Mamun durch die Pyramide geschlagen hat. Isso aí foi o buraco que o Al-Mamun que fez. Es sieht aus, als wären sie in einem Bergstollen, aber wir sind in der Pyramide drin. Parece até trabalho dentro de uma mina. Da hinten müssen Sie entscheiden. Wir gehen später nach oben, jetzt gehen wir nach unten. Primeiro nós vamos descer agora. Der Schacht da hinunter ist 119 Meter lang. O comprimento desse poço aí é 119 metros de comprimento. Aber nur knapp einen Meter hoch. Mas somente metro mais, bem menos metro de altura. So, wenn Sie da runter kriechen, müssen Sie sich ganz klein machen, runter, wie im Militär, runter, robben. Vocês têm que ir de joelhos assim. Sie kommen in einen unterirdischen Raum. Vocês vão numa sala embaixo. Und der ist aus dem Fels herausgeschlagen worden. Ele foi esculpido dentro de uma rocha. Von diesem Punkt aus geht's nochmals 3,5 Meter tiefer in einen Schacht. E desse ponto vocês vão descer mais uns 3 metros para baixo, mais num poço. Ich war oft da unten und immer wenn ich da bin, habe ich auch ein Hämmerchen und schlage alle paar Zentimeter an die ele Wand. Ele já teve várias vezes lá com o martelo, ele começa a bater nas paredes. Es tönt tatsächlich nicht immer gleich. Manchmal hat man das Gefühl, da ist ein Hohlraum. E realmente o som não é sempre igual, às vezes parece som oco. Aber man kann nichts machen, so ist nun mal die Realität. Mas ninguém pode fazer nada. Was hat eigentlich dieser Al-Mamun, der zum ersten Mal die Pyramide aufgebrochen hat, da drin gefunden? O que esse Al-Mamun, que a primeira vez abriu essa pirâmide, achou lá dentro? Sein Biograf schreibt, der große Herrscher Al-Mamun habe 4 Räume in der Pyramide gefunden. E o historiador dele diz que esse grande Mamun achou 4 salas. In einem Raum habe er Gläser gefunden, die man biegen könne. Was meint er? Plastik oder was? Ja. E lá dentro ele diz que acharam copos que a gente podia torcer. Será que era plástico?
In einem anderen Raum habe er farbige Metallfolien gefunden, die nicht rosten. In outros eles achava placas de metal que eles não enferrujavam. In einem dritten Raum habe er Figuren gefunden, die leben und doch nicht leben. Was meint er jetzt, Puppen oder Roboter oder was? Ja. E no outro ele achou seres que viviam, mas que não viviam na verdade. Será que eram robôs? Und in einem vierten Raum habe er drei Sarkophage gefunden. E no quarto ele achou três sarcófagos. Die Farbe der Sarkophage wird verglichen mit, wie heißt das, Bernstein, das Zeug. Bernstein, âmbar. Ja. E a cor desses sarcófagos tinha a cor de âmbar. In jedem Sarkophag drin sei eine menschenähnliche Gestalt gelegen, aber mit einem hohen, großen Kopf. In todos esses sarcófagos tinha uma pessoa com forma humana, mas com uma cabeça bem grande, assim, bem alta. Al-Mamun habe Angst und Schrecken bekommen und Ehrfurcht vor der Größe der Vorfahren und der Götter. Então ele ficou com medo e respeito dessa, do tamanho desses antepassados. Er habe nur drei Gegenstände rausgenommen, um sie dem Volk zu zeigen. Ele só tirou três objetos para mostrar para o povo. Und dann habe er Anweisungen gegeben, im Innern der Pyramide alles so zu verändern, dass nach ihm niemand mehr diese vier Räume finden könne. Então depois disso ele pediu para alterar toda a construção para que depois dele ninguém mais poderia achar esses quatro salas. Jedes Mal, wenn ich da unten bin und die Wände abklopfe, toda vez que eu estou lá dentro e começo a bater nas paredes, frage ich mich, hat das früher ganz anders ausgeschaut? Eu me pergunto, isso tinha uma outra aparência antigamente? Ist das vielleicht das Werk von Al-Mamun? Será que esse é a arte, o trabalho do Al-Mamun? Weil er ja Befehl gegeben hat, alles zu verändern. Porque ele que deu a ordem para alterar tudo. Wir sind jetzt unter der Pyramide gewesen, jetzt gehen wir mal rein. Primeiro nós estávamos embaixo da Pirâmide, agora nós vamos entrar nela. Wenn Sie als Tourist hinaufklettern, müssen Sie zuerst diesen Schacht hochgehen. Man nennt ihn den aufwärtsgehenden Gang. Esse aí, se vocês foram turistas para entrar lá dentro, vocês têm que primeiro subir nesse aí. É o corredor que sobe. Die Strecke ist 23 Meter, aber nur 1 Meter und 3 Zentimeter hoch. Tem 23 Meter de comprimento, mas só tem 1 metro, wie viel Zentimeter? 1 Meter und 3 Zentimeter. E 1 metro e 3 Zentimeter de altura. Also auch hier, wenn Sie hochkriechen, Sie müssen ganz tief runterbuckeln. Ja, vocês têm que descer bem assim, andar, subir de joelhos. Natürlich stammen hier die Hühnerleitern und diese Dinger da stammen aus unserer Zeit, nicht aus der Zeit. Logicamente, esses Waldrömer, essas escadas aí é da nossa época, não é da época deles. Nach 23 Metern betreten Sie die sogenannte große Galerie. Depois de 23 metros, vocês chegam à grande galeria. Vorher mussten Sie sich bücken. Jetzt können Sie aufstehen und verstehen die Welt nicht mehr. Aí, primeiro vocês tinham que ir agachado. Agora vocês podem ficar em pé e vocês não entendem mais o mundo. Denn das hier ist 8,5 Meter Höhe. Porque a altura disso é 8 metros e meio. Und 47 Meter Länge. E 47 metros de comprimento. Und da tauchen die ersten Fragen auf. Aí vem as primeiras perguntas. Warum haben die Bauherren der Pyramide zuerst einen niedrigen, mickrigen Gang gemacht, so niedrig, dass sie nicht mal einen Sarkophag hätten reinschieben können? E por que, então, vem a pergunta, por que que primeiro fizeram uma coisa tão baixa que nem um sarcófago não cabia? Und dann nach 23 Meter Kriechgang diese gigantische Anlage her. E depois de 23 metros essa gigante construção. Da oben betreten sie die Königskammer. Lá em cima vocês vão entrar na Câmara do Rei. Und da unten etwas tiefer liegt die kleinere, die Königinnenkammer. Um pouco abaixo vem a Câmara da Rainha. Wobei das alles Worte sind. Königskammer, Königinnenkammer, die haben wir erfunden. Wie es die Erbauer genannt haben, wissen wir nicht. E essas nomes fomos nós que inventamos. Como eles chamavam, nós não sabemos. In der Königinnenkammer gibt es zwei Löcher in den Wänden. Na Câmara da Rainha tem dois buracos na parede. Das hier ist die Südseite. Esse é lado sul. Aber genau gegenüber, in der Nordseite, ist dasselbe Loch noch einmal. E logo em direção, na mesma altura, ao norte, tem o mesmo buraco. Ich zeige das Bild mit deshalb, damit Sie aufgrund meiner Hand ungefähr abschätzen können,
wie klein das eigentlich ist. Es sind etwa 14 Zentimeter. Ele está mostrando isso em relação à mão dele para vocês verem o tamanho desse buraco. No máximo é 14 centímetros. Jetzt kommt ein sehr, sehr wichtiger Satz, den Sie nie vergessen dürfen. Agora vem uma coisa importante que vocês não devem esquecer. Die beiden Löcher, hier, Süd und Nord, gibt's erst seit 110 Jahren. Esses dois buracos só existem desde 110 anos. Vorher waren die Wände zu. Antes as paredes eram fechadas. Dann kam ein Engländer, der Mr. Dixon, der hatte ein Hämmerchen und klopfte alle paar Zentimeter an die Wände. Então veio um inglês, o Mr. Dixon, ele tinha um martelo e começou a bater nas paredes. An zwei Stellen klang's hohl. Em dois lugares estava oco. Erst jetzt hat man Meißel und Hammer geholt und das Ding da rausgebrochen. E aí eles pegaram a chave de coisa e alavancas e tiraram esses buracos. Dasselbe auf der gegenüberliegenden Seite. E no outro lado também a mesma coisa. Die ganze Archäologenschaft hat immer behauptet in der Fachliteratur, das seien beides nur symbolische Schächte. Toda a arqueologia dizia que era tudo poços simbólicos. Man sagte, die Schächte seien im besten Fall 6, höchstens 8 Meter lang. Da würden sie blind enden. Eles só diziam que no máximo tinha 6 a 8 metros e aí acabaria. Diese Ansicht dauerte so lange, bis vor 14 Jahren ein Freund von mir daherkam, der Rudolf Gantenbrink. Isso demorou até uns 14 anos atrás, quando amigo dele chegou. Wie heißt er? Rudolf Gantenbrink. O nome dele é Rudolf Gantenbrink, amigo do Edeniken. Und Rudolf Gantenbrink hat die Ägyptologen überzeugen können, er könnte einen Roboter bauen und da hineinfahren. E ele conseguiu convencer os arqueólogos que ele podia fazer robozinho para entrar lá dentro. Die Ägyptologen meinten, der Schacht ist sowieso höchstens 8 Meter, also soll doch bauen, der blamiert sich dann schon. Então ele disse, mas os arqueólogos diziam, não, isso no máximo é de 8 metros, não adianta fazer, vocês iam ficar ridículo. Und so entstand dieses technische Wunderwerk. Aí, então, eles fizeram essa maravilha da tecnologia. Ein Stahlgerippe. Coisa de aço. 6 Elektromotoren. 6 motores elétricos. Halogenscheinwerfer. Ele tem projetores de luz halogênica. Videokameras. Câmera de vídeo. Dann 4 Räder, darum hat man Raupen gemacht. E em cima, então, eles botaram 4 rodas e botaram uma esteira. Das alles hatte einen Grund. Man kann nämlich dieses Fahrzeug nicht wie ein Spielzeugauto über Funk steuern. Mas isso tem tudo diferente. Eles não podem ser conduzido que nem brinquedo. Warum denn nicht? Wieso geht das nicht über Funk? Por que não vai assim? Nehmen Sie mal an, das Fahrzeug sei 10 Meter in einem Schacht drin. Vocês imaginam que ele está dentro, 10 metros dentro. Jetzt würden Sie ein Funksignal geben, das Fahrzeug soll anhalten und zurückfahren. Então você dá sinal no controle para ele parar e retornar. Aber wegen den Pyramidensteinen kommen die Funkwellen nicht beim Fahrzeug an. Mas por causa das pedras da pirâmide os sinais de elétricos não chegam lá. Und das blöde Ding bleibt da drin stecken. Esse tolo do robô fica lá preso. So wenn Sie das Fahrzeug nicht über Funk steuern können, müssen Sie es über Kabel steuern. Então, já que não dá para ser assim eletronicamente, tem que ser através de cabos. Deshalb hat der Roboter immer ein Kabel hinter sich herziehen müssen. Por isso que ele tem sempre cabo que ele puxa. Sie sehen hier, die Wände ändern dauernd. Vocês podem observar que toda hora eles mudam as paredes. Mal ist es Sandstein, dann Granit. Às vezes é pedra simples de areia, granito. Dann Diorit. Diorit. Dann Alabaster. Alabaster schaut aus wie weißer Marmor. Alabaster parece mármore branco. Dann hat man den Eindruck, man habe mit Absicht einen Verputz an die Decke und an die Wände geknallt. Então tem essa impressão que eles botaram algum reboco nas paredes. Wenn Sie die Bilder sehen, dann könnten Sie verführt sein zu glauben, dass er ein großer Schacht, da kann man hineinkriechen. Quando vocês veem essas paredes, vocês acham que a gente pode entrar lá dentro. Denken Sie an meine Hand von vorher. Das sind nur 14 cm Seitenlänge. Mas vocês lembram da mão dele, que é só 14 cm esse tamanho desse poço, desse buraco? Plötzlich stieß man auf Kratzspuren. De repente tem arranhões na parede. Und zwar horizontal wie vertikal. Tanto horizontalmente como verticalmente. So als hätte irgendwer was hineingedrückt vor Jahrtausenden. Assim como alguém mil anos atrás tivesse imprensado alguma coisa. Der Roboter fuhr ganz langsam innerhalb der Pyramide immer höher. E o robô foi bem devagarzinho, cada vez subindo mais.
Die ersten zwei Meter waren noch horizontal gewesen. Os primeiros dois metros eram horizontais. Und dann begann die Steigung im Innern der Pyramide, immer höher hinauf. Então começou em declive a subida dentro da pirâmide. Nach 34 Metern depois kam, de 34 metros, kam plötzlich ein Hindernis, ein Steinbalken war quer hier eingelegt. Aí tinha, depois veio aparecer obstáculo de uma viga transversal. Der Roboter war am Anfang zu groß, immer wenn da dran stieß, stieß oben an der Decke an. Então o robô estava muito grande, toda vez que ele chegava lá perto, ele batia no teto. Man musste ihn viermal wieder zurückdirigieren und die Höhe verändern. Am Ende fehlten 2,5 cm von der ursprünglichen Höhe. Então toda vez eles quatro vezes tiveram que retornar ele para diminuir a altura dele, no fim foi 2,5 cm de redução. Dann nahm der Roboter das Hindernis und fuhr immer weiter bis 62 Meter im Innern der Pyramide. Aí o robô conseguiu passar pelo obstáculo e foi 62 metros a meio para dentro. Jetzt tauchte eine kleine Türe auf mit zwei Metallbeschlägen. Aí ele chegou numa portinha pequena com dois metais. Einer da unten liegt rechts. Tava lá, pedaço quebrado lá no lado direito. Die Wände hier sind alabaster. Schaut aus wie weißer Marmor. As paredes são de alabastro, parece mármore branco. Sehen Sie gleich den Laserpunkt, der geht unter der Tür durch. Vocês reparem o ponto de laser, ele passa por baixo do bloco. So man weiß, dass die Türe nicht aufliegt. Aí você sabe que ela não é fixa no chão. All diese Bilder sind rund 14 Jahre alt. Todas essas fotografias têm a idade mais ou menos de 14 anos. Was ist eigentlich seither passiert? O que que aconteceu desde então? Vor 9 Jahren kam die amerikanische Gesellschaft National Geographic Society. Há 9 anos chegou a National Geographic. Die hatten einen neuen Roboter gebaut. Eles fizeram robô novo. Und der neue Roboter hatte einen Bohrer. E o novo robô tinha uma furadeira. Mit dem Bohrer ist hier ein Loch gemacht worden. Aí com a furadeira fizeram buraco aí. Dann hat man in einer internationalen Fernsehsendung der Weltöffentlichkeit gesagt, jetzt würde zum ersten Mal eine Kamera durch das Loch geschoben. Aí eles falaram numa transmissão internacional que era a primeira vez que eles iam mostrar atravessar essa porta, furador. Man hat das Wort live eingespielt. Botaram lá em cima a palavra live. Das war erstunken und erlogen, die Sendung war hinten und vorne nicht live. Isso foi uma grande mentira e nada nem na frente nem atrás foi live. Sie hatten schon vor der Sendung über 100 Bilder geschossen und wussten genau, dass hinter dem Loch nichts ist. E eles já antes disso, antes dessa transmissão, eles já sabiam, já tinham muitas fotografias e sabiam que atrás desse buraco não tinha nada. Wenn man dahinter eine Sensation gefunden hätte, hätte man es der Weltöffentlichkeit gar nicht gezeigt. E se eles tivessem achado alguma sensação, eles nem iam mostrar para publicamente. Immerhin, man hat durch das Loch eine Kamera geschoben und hat dann nach 23,5 cm diese Wand da gesehen. E mesmo assim botaram uma câmera e depois disso de 23 metros acharam essa aí. Das alles war vor 9 Jahren. Isso foi antes, foi 9 anos. Wie ging die Geschichte weiter? Haben Sie was in der Öffentlichkeit gehört? Vocês escutaram alguma coisa, como essa história continuou? Da kam ein reicher Mann aus Singapur. Aí veio homem rico de Singapura. Und hat der Altertumsverwaltung vorgeschlagen, würde wieder einen neuen Roboter bauen. Aí ele sugeriu que ele construiria novo robô. Und mit diesem Roboter könnte Schwingungen erzeugen und die Schwingungen würden die Mauer hier zerbröseln. Então com esse robô ele poderia fazer vibrações que essas paredes podiam cair. Aber die Altertumsverwaltung war nicht einverstanden damit. Mas o que conserva essas coisas antigas não concordaram com isso. Immerhin sagte man dem reichen Herrn aus Singapur, wenn wolle, könne einen dünnen Bohrer machen und ein dünnes Loch da hineinbohren. Mas mesmo assim eles falaram para esse senhor rico de Singapura que ele podia fazer outro robô com uma furadeira menor. Jetzt haben Sie gesehen, von der ersten Türe ist das Loch, den National Geographic Society gebohrt hat. Primeira porta, vocês viram o buraco que a National Geographic fez. 23,5 cm dahinter kommt diese Wand. E depois, 23 cm depois, vem essa parede. Wenn Sie also in dieser Wand ein Loch bohren wollen, durch das erste Loch durch, müssen Sie einen langen Bohrer haben. E se vocês querem fazer através desse primeiro buraco para fazer buraco no outro, vocês têm que ter uma furadeira bem comprida. Und so entstand ein neuer Roboter und der trug den Namen Jedi. E aí eles fizeram novo robô e esse robô se chama Jedi. Jedi, né? Ist ein doppelzüngiges Wort, doppeldeutiges Wort.
Jedi è una parola di significato dobrato. Jedi heißt auf Arabisch Cheops. E la parola Jedi in arabo significa Cheops. Aber Jedi sind aus der Star Wars, der Sternserie, mm-hmm. die Jedi-Ritter, die yeah. das alle Rätsel lösen. Mm-hmm. E vocês conhecem pelo Star Wars aquela seriado que eram aqueles lutadores lá das estrelas. So, dieser Roboter hier heißt Jedi. Esse robô se chama Jedi. Der hat einen langen Bohrer und hat ein Loch durch die Wand gebohrt. Ele tem uma furadeira bem grande e ele fez buraco. Allerdings nur so dünn, dass man ein Endoskop hineinschieben kann. E ela é tão fino o buraco que só pode pôr endoscópio. Mit einem Endoskop gehen sie in ihren Magen. Mesmo que eles entram no estômago da gente. Mit Endoskopen machen sie keine Panoramabilder, sondern viele kleine Einzelbilder. Com endoscópio você não faz uma fotografia panorâmica, mas muitas fotografias pequenas. Das ist hier geschehen. Man hat ein paar hundert Bilder geschossen. Então eles, foi o que aconteceu. Eles fizeram algumas centenas de fotografias. Und in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt. E juntaram evidentemente na ordem certa. Und was ist hinter der Wand? E o que que tem atrás da parede? Ein neuer Raum. Uma nova sala. Poliert, fix, fertig, blitzsauber. Polido e muito limpo, perfeito. Mit zwei Metallbeschlägen. De novo com dois pegadores de metal. Mit einem perfekten Loch. Com buraco perfeito. Und mit Schriftzeichen, die nicht hieroglyphisch sind. Com sinais de escrita que não são hieróglifos. Jetzt muss ich nochmals auf diesen Herrn Al-Mamun zurückkommen, der als erster die Pyramide geöffnet hat. Então eu tenho que voltar para o Al-Mamun, que foi o primeiro que abriu a pirâmide. Al-Mamun sagt auch, neben den vier Räumen, die er gefunden habe, habe er Schriften gefunden, die seien neben den Sarkophagen gelegen. Então ele também falou que né, perto desses quatro salas que ele achou, tinha uma escrita que estava perto dos sarcófagos. Aber er selber und seine Weisen und seine Gelehrten hätten die Schriften nicht übersetzen können. E ele mesmo e os sábios daquela época dele, eles também não conseguiram traduzir essas escritas. Wenn diese Schriften aus Cheops-Zeiten gestammt hätten, hätte man sie lesen können. Se essas escritas fossem da época do Cheops, a gente poderia ter lido. Zu Cheops-Zeiten schrieb man in Hieroglyphen. Que na época de Cheops se usava hieróglifos. Auch diese Schriften sind nicht Hieroglyphen. Também essa escrita não são hieróglifos. Also stammen sie nicht aus Cheops-Zeiten. Então não é da época de Cheops. Wie war das mit Henoch? Como é que foi isso com Enoch? Er hat doch seine Bücher seinem Sohn übergeben mit dem Auftrag, hebe sie sorgfältig auf für die Geschlechter nach der Flut. Então isso eu lembro que o Enoch pediu para Matusalém cuidar bem dos livros para as gerações futuras depois do dilúvio. Und jetzt finden wir plötzlich Spuren von Wasser, das tatsächlich Wasser über den Pyramiden gelegen hat. E agora nós estamos achando vestígios que realmente tinha água por cima das pirâmides. Und wir finden neue Räume und neue Kammern in den Pyramiden, von denen die Ägyptologie noch vor 10 Jahren nicht mal träumen konnte. E nós estamos achando câmaras e outras salas novas que antigamente, há 10 anos atrás, a egiptologia não tinha nem sonhava com isso. Die neuesten elektronischen Messungen ergeben ein Netz von Korridoren und Kammern von über 1 Kilometer in der großen Pyramide. As novas medições eletrônicas, o resultado foi que tem 1 Kilometer? Que tem câmeras e túneis e tudo de mais de 1 Kilometer. Und wer immer diese Schächte angelegt hat vor Jahrtausenden, wusste genau, erst eine high-tech society kann hinein. E esses que fizeram isso tudo, eles sabiam que só no futuro, com uma high tecnologia, eles podiam usar e chegar a esse conhecimento. Nehmen Sie mal an, vor 100 Jahren hätte irgendein arabischer Despot gesagt, in der Pyramide drin muss doch Geld sein, da will ich ran. Vocês imaginam que 100 anos atrás algum déspota dissesse que tem tesouro lá dentro e eu quero entrar? Er hätte nichts wissen können von diesen Räumen. Ele não tinha conhecimento dessas salas. Vergessen Sie nicht, die Löcher in den Wänden sind ja erst vor 110 Jahren entstanden. Vocês não esquecem que esses buracos aí que só estão aí há 110 anos. Niemand hätte da hineinkriechen können. Ninguém podia ter entrado lá dentro. Die Schächte haben ja nur 14 cm Seitenlänge. Porque esses buracos só têm 14 cm de lado.
Kürzlich hat mir irgend so ein Dummkopf erzählt, das sei alles ganz anders gewesen. Recentemente algum bobo contou para ele que isso foi bem diferente. Zuerst habe man die Pyramide gebaut und später dann die Schächte hineingemeißelt. Primeiro eles contou para ele que primeiro eles fizeram a pirâmide depois que eles fizeram os poços lá dentro. Bei 14 cm Seitenlänge kriegen sie nicht mal einen Lilliputaner rein. Com 14 cm de lado você não consegue nem botar um Lilliputaner lá dentro. Das alles war Bestandteil der Planung von allem Anfang an. Isso já foi como é planejado desde o começo. Aber Cheops stammt doch aus der Eisenzeit, sein Vater Snofru aus der Steinzeit. Mas Cheops era da época do ferro e o pai dele foi Snofru foi da época da pedra. Es gab doch gar keine Ingenieure, die derartige Planungen mit einem Kilometer Gänge und Räume hätten machen können. Na época não tinha engenheiros que podiam fazer planejamento com quilômetro de salas. Und dann tauchen Schriften auf, die gar nicht hieroglyphisch sind. E aparecem escritas que nem são hieróglifos. Also fällt Cheops weg. Nisso Cheops cai. Zu Cheops Zeiten hätte er in Hieroglyphen geschrieben. Na época de Cheops se escrevia com hieróglifos. Was erwartet uns noch hier? O que nos espera ainda aqui? Es kommt immer mehr zum Vorschein und man kann immer weniger dagegen tun. Cada vez está aparecendo mais evidências e a gente não pode ir contra. Die Altertumsverwaltung in Kairo wollte nicht, dass diese Bilder an die Öffentlichkeit kommen. Eles não queriam que essas fotografias viessem a público. Aber es gibt Archäologen und Beteiligte, die hier arbeiten, die sagen, wir wollen, dass es an die Öffentlichkeit kommt, gegen unsere Chefs. Mas tem arqueólogos e que ajudam aí, que querem que isso venha a público e trabalham contra o chefe deles. Die Archäologen selber dürfen nicht an die Öffentlichkeit, sie verlieren sofort ihren Job. E os arqueólogos pessoalmente não podem ir publicamente porque eles perdem o trabalho deles. Also spielt man die Sachen mir zu und weiß, der Erich wird sie veröffentlichen. Então eles passam para ele meio escondido e ele leva a público. Deshalb kriege ich die Bilder zugespielt, die so sensationell sind. Por isso que ele consegue essas fotografias sensacionais. Und von unter der Pyramide und dem Wasser und dem Schacht und der und dem Sarkophag im Wasser drin etc. Então, assim ele conseguiu as fotografias da água, dos sarcófagos dentro da água etc. Jetzt leben wir ja, wie Sie alle wissen, in der Tagespolitik in einem sogenannten Klimawechsel. Como vocês sabem, nós estamos vivendo numa época de mudança climática. Ich bezweifle keine Sekunde, dass wir Klimawechsel haben. Eu não duvido nem minuto que tenha segundo que nós temos mudança de climática. Nur bin ich überzeugt, CO2 hat damit gar nichts zu tun. Mas eu CO2. Mas ele tem certeza que o CO2 não tem nada a ver com isso. Wir hatten vor Jahrtausenden Klimawechsel, definitiv. Nós já temos muitas mudanças climáticas, definitivamente. Das kann man zum Beispiel in den Schweizer Alpen ganz leicht beweisen. E pode-se provar nos Alpes suíços. Die Gletscher haben sich damals zurückgezogen, das Meerwasser ist gestiegen. O gelo lá na época se retraiu e as águas do mar subiram. Aber damals gab es keine Fabriken, es gab keine 6 Milliarden Menschen, es gab keine Autoabgase. Na época não tinha gases de automóveis, não tinha fábricas, não tinha nada disso. Also kein künstlich erzeugtes CO2. E não tinha nenhum artificial CO2. Und trotzdem Klimawechsel. E tinha mudança climática. So, man sollte sich endlich mal nach anderen Gründen umsehen, als dauernd die Welt verrückt zu machen mit diesem CO2. E finalmente a gente tinha que se mudar a direção do pensar e se dirigir a outras coisas e não deixar o mundo doido pelo CO2. Was hat das mit alles mit dem da zu tun? O que que tudo isso tem a ver com isso aí? Jetzt tauen zum Beispiel Stücke der Arktis oder der Antarktis auf. Agora estão aparecendo pedaços do Ártico. Und plötzlich tauchen auf dem Eis Bauwerke auf, die wir seit Jahrtausenden nicht gesehen haben. E de repente aparecem construções que há milhares de anos nós nunca vimos. Unsere Satelliten und unsere Flugzeuge sehen sie und sie werden in die Bildschirme in ihren Wohnzimmern eingespielt. E eles podem fotografar com aviões e os satélites e vocês veem pela televisão. Und diese Bauwerke müssen ja Jahrtausende alt sein, sonst wären sie nicht unter ewigem Eis und Schnee gewesen. E eles têm milhares de anos, por isso eles não estariam embaixo de neve e gelo. Und darauf Informationen in diesen Bauwerken
die uns alles über den Haufen werfen, was wir bisher geglaubt haben. E essas informações então mudam totalmente aquilo que nós até agora conhecemos. Dasselbe passiert hier in der großen Pyramide. A mesma coisa acontece na grande pirâmide. Über einen Kilometer Korridore, Schächte und Gänge, die bisher unbekannt waren. Mais de 1000 quilômetros de corredores e outros poços e todos e salas que por enquanto não ninguém conhecia. Und Henoch hat seinem Sohn Methusalem vor der Flut gesagt, er soll die Bücher aufbewahren für die Geschlechter nach der Flut. E o Enoch falou para o filho Matusalém guardar bem os livros para as gerações futuras depois do dilúvio. In den alten arabischen Überlieferungen über die Pyramide heißt es auch, die Wände seien voll gewesen mit Bildern. Nesse conhecimento árabe, eles falaram que a pirâmide antiga estava cheia de... Mit Bildern. Quadros. Aber wie Sie hier sehen, ist kein einziges Bild, nichts da. Mas como vocês veem, não tem nenhum quadro, nada pendurado. Aber überall in den Wänden finden Sie so kleine Halterungen, so Halterungen. Mas em todos os lugares nas paredes você vê tipo de gancho. Was haben diese Halterungen eigentlich getragen? O que esses ganchos seguravam? Ich zeig's Ihnen in einer Computeranimation. Ele vai mostrar pela animação pelo computador. Genau wie die Alten schrieben, ursprünglich waren Bilder an den Wänden. Assim como os antigos escreveram e chegaram ao nosso conhecimento, tinha quadros na parede. Von Osiris, Isis, von den Außerirdischen, von Henoch und von Methusalem. De Osiris, Isis, dos extraterrestres de Matusalém. Und wir haben sie weggerissen, irgendwelche Grabräuber haben nichts verstanden, haben alles weggerissen und eingeschmolzen. E alguém ladrão assim roubou e tudo e diluíram, né? Derreteram. Aber auch wenn die Bilder nicht mehr da sind, die Schriften von Henoch, die finden wir noch. E mesmo que os quadros não estão lá, mas os escritos de Enoch nós ainda vamos achar. Und dann leben wir etwas, das sage ich, der Götterschock. Aí nós vamos sentir o choque dos deuses. Zum einen kommen Informationen aus den alten Bauwerken hervor. De lado vêm informações dessa velha construção. Zum anderen kommen die Außerirdischen zurück. Sie haben es versprochen. E de outro lado, os extraterrestres vão voltar, porque eles prometeram. Jede Kultur der Antike kannte die Wiederkunftserwartung. Toda a cultura antiga sabia e conhecia a esperança da volta. Als die spanischen Eroberer zum Beispiel Peru eroberten oder Zentralamerika, glaubten die Eingeborenen am Anfang, das seien Götter. Quando os espanhóis chegaram aqui no, na América Central, os habitantes de lá pensavam que eles eram os deuses. Und das weltweit, überall, haben die alten Kulturen bereits Götter erwartet, weil irgendwer versprochen hatte, wir kommen dann wieder. E mesmo nas culturas antigas, ao redor do mundo, eles esperavam a volta dos deuses. Wie haben wir es denn heute? Como é hoje? Ich bin katholisch erzogen worden. Eu fui criado na religião católica. Und die Christen warten auf die Wiederkunft von Jesus. E os cristãos estão voltando no retorno de Jesus. Können Sie nachlesen beim Evangelisten Markus? Vocês podem ler no Evangelho de Marcos. Ja, und die muslimische Gesellschaft? A sociedade islâmica. Die warten auf die Wiederkunft ihres Mahdi. Eles estão voltando, esperando o regresso do Mahdi. Und die jüdische Religionsgemeinschaft, ja, os Judeus, die warten seit über 5.500 Jahren auf die Wiederkunft ihres Messias. Eles estão esperando há 5.500 anos no retorno do Messias. So nicht nur die ausgestorbenen Kulturen kannten die Wiederkunftserwartung, auch die heute lebendigen Religionen. Até as culturas que já estão destruídas, que não existem mais, também tinham esse conhecimento até nossa hoje em dia. Aber es wird kein Jesus wiederkommen und kein Buddha und kein Mohammed und kein Mahdi und kein Messias, sondern schlicht und einfach Außerirdische. E não vai voltar Jesus, nem Mahdi, nem o Buddha, nem esses, nada desses, mas vão voltar os extraterrestres. Und dann erleben wir hier den Götterschock. Então nós vamos sentir o choque dos deuses. Und wieso ist das so? E por que é isso assim? Weil wir so erzogen worden sind. Porque nós fomos educados assim. Auf diesem Planeten gibt es ganz grob gesagt zwei Gruppen von Menschen. Aqui, a grosso modo, nesse planeta tem dois grupos de pessoas.
Die eine Gruppe ist religiös, egal welcher Religion. Um grupo é religioso, tanto faz que tipo de religião. Die religiösen glauben, der liebe Gott habe alles gemacht. Os religiosos acreditam que Deus fez tudo. Natürlich die Pflanzen, die Tiere, aber als Krone der Schöpfung hat der liebe Gott uns Menschen gemacht. Und que fez as plantas, os animais, mas os maiores fomos nós humanos que Deus criou. Also Krone der Schöpfung. É, a coroa da criação. Die andere Gruppe der Menschen ist wissenschaftlich. Die glaubt nicht an die religiöse Botschaft. E o outro grupo são cientistas. Eles não acreditam na mensagem religiosa. Die sind überzeugt von der Evolution. Eles estão acreditando na evolução. Aber an der Spitze der Evolution stehen natürlich wir. E na, no ponto, no princípio, no principal, nós estamos nós, humanos. Ist Ihnen, liebe Gäste, schon mal aufgefallen, dass wir in beiden Fällen, ob religiös gesehen oder wissenschaftlich, die Größten sind? Vocês já repararam que nos dois lados nós somos os maiores? Wir halten uns für etwas Einzigartiges im Universum. Nós nos consideramos os maiores no universo. Wir wollen gar keine Außerirdischen. Nós nem queremos extraterrestres. Wir haben Angst vor der Entdeckung von Außerirdischen. Nós temos medo da descoberta dos extraterrestres. Weil dann sind wir nicht mehr die Größten. Porque aí nós não somos mais os únicos nem os maiores. Es ist ein psychologisches Problem. É problema psicológico. Und deshalb der Götterschock. E por isso o choque dos deuses. Da kommen Informationen aus den alten Bauwerken raus und die Außerirdischen tauchen wieder auf. E porque aí tem informações nessas construções antigas que os extraterrestres vão reaparecer. Ich sehe dann die klugen wissenschaftlichen Diskussionen am Fernsehen. Eu vejo sempre a discussão científica no, na televisão. Wo einer dem anderen sagt, ja, damit konnte man doch nicht rechnen. Com isso, que conta para o outro, com isso nós não podemos contar. Natürlich konnte man damit rechnen. Man muss nur die alte Literatur kennen. Da stand alles schon drin. Claro que nós podemos contar isso. Vocês só têm que conhecer a literatura antiga, porque lá está tudo escrito. Deshalb sollten wir aus den vergangenen Fehlern lernen und sie nicht wiederholen. Então é bom nós aprender com os erros do passado e não repeti-los. Wir sollten Dinge, die uns ein Henoch überliefert hat und viele andere, ernst nehmen. Nós temos que levar a sério o que o Enoch nos transmitiu. Wir sollten lernen, dass wir nichts Außergewöhnliches sind in diesem Kosmos. Que nós temos que aprender que nós não somos nada excepcionais nesse cosmos. Und wenn wir die Vergangenheit kennen, die Geschichte mit den Göttern, müssen wir auch keine Angst haben vor denen. E se nós conhecemos a história antiga com os deuses, nós não precisamos ter medo deles. Der größte Teil dieser sogenannten Götter vor Jahrtausenden verhielt sich wie Lehrmeister. Porque esses deuses antigamente que apareceram, eles se comportavam como professores, orientadores. Sie haben die Menschen unterwiesen, sie haben ihnen das Schreiben beigebracht, etc., wie Henoch ja niedergeschrieben hat. E eles ensinaram nós a escrever e outras coisas com orientações, assim como Enoch escreveu. Ich, liebe Gäste, bin inzwischen 78 Jahre alt. Ele, nesse meio tempo, ele está com 78 anos. Ich merke nichts davon, ich freue mich auf die nächste Zigarette. Eu não sinto nada disso, mas eu estou contente com o próximo cigarro. Und auf den Glas Wein heute Abend. E um copo de vinho hoje à noite. Aber ich glaube, ich bin nur deshalb so lebendig und frisch im Kopf, weil ich mich mit all diesen Dingen beschäftige. E ele acha que ele está tão disposto ainda e consciente e lúcido, justamente porque ele se mantém com essas coisas. Und ich habe auch keine Angst vor der Rückkehr der Götter. Eu também não tenho medo do retorno dos deuses. Und keine Angst vor den Dokumenten, die da auftauchen. E nem medo desses documentos que vão aparecer. Für mich gibt es keinen Götterschock. Para mim não há choque dos deuses. Und für Sie alle, liebe Gäste, sollte es auch keinen Götterschock geben. E para vocês todos, queridos hóspedes, também não devia ter. Sie sind alle hergekommen heute und haben mäuschenstill einem umstrittenen Schweizer Schriftsteller zugehört. Vocês ficaram aqui me ouvindo bem quietinho, em alemão a gente diz que nem rato, assim, bem quietinho, e para escutar ele, discutido. Und ich hatte die Ehre, eingeladen zu werden von Raphael Curi und der Organisation hier vom Galileo. E ele teve a honra de ser convidado pelo Raphael Curi, pelo Instituto Galileo Galilei. Und ich habe die beste Übersetzerin neben mir, die man in ganz Brasilien überhaupt finden konnte. Das ist die Vera. Nein, das ist gut. Ele disse que... Muss ich übersetzen hier? Nein. Doch, ich verstehe die nicht. Doch.
Chama de beste übersetzerin. Ele disse que eu sou uma boa tradutora. Eu não acho, porque faz muitos anos que eu não falo alemão, mas eu procuro cada vez evoluir. Ich setze mich jetzt gerne draußen hin und wenn Sie noch eine Unterschrift mit einem Datum von mir haben möchten, mache ich das mit Vergnügen. Agora ele vai se sentar lá fora e se vocês querem alguma assinatura ainda de livro, ele faz com maior prazer. Allerdings werde ich Ihre Namen nicht reinschreiben, weil ich Sie gar nicht verstehe vom Portugiesischen her. Então ele disse que ele não vai botar o nome de vocês porque ele não entende esse português, esses nomes portugueses. Aber die Vera wird die Namen reinschreiben und ich schreibe da meine Unterschrift und das Datum drunter. E eu ponho os nomes de vocês e ele põe o nome dele e a data. Da kommt der Raphael, ich habe mich gerade öffentlich bedankt für die Einladung. Agora vem o Rafael, ele acabou de agradecer oficialmente. Und bei Ihnen bedanke ich mich, dass Sie hergekommen sind. Obrigado. E ele se agradece a vocês por vocês terem comparecido. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.